Hier kommt unsere Gruppe! Okay, schönen guten Morgen. Guten Morgen, Wilfried. Dass AIDS halt sehr gefährlich ist und so und dass man am besten helfen sollte. Und ich habe auch schon überlegt, ob man vielleicht so eine Stiftung machen kann, dass wir vielleicht jeden Monat 1 Euro spenden. Und das haben wir, dann habe ich ausgerechnet, dass wir in einem Jahr in der Klasse ungefähr 400 Euro zusammen haben. Das könnte man da hingeben. Und ja, also den Tanz finde ich eigentlich ganz schön. Ja, es macht mir auch Spaß und ja. Ich heiße Sarah und ja, mir gefällt das Tanzen gut. Und ja, also wir machen viel in der Gruppe, viel Gruppenarbeit und so. Und dich zur Musik eben so bewegen und so, ja. Rhythmische Sportgymnastik, so Tanzen und Gymnastik so zusammen. Das ist anders als die SG eben. Ja, weiß ich nicht, das ist so speziell. Ja, das ist irgendwie so ein anderes Tanzen. Das Tanzen kenne ich eben noch nicht. Dance for Life, weil ich mag das gerne so Choreografien und so zu lernen, weil ich mache das auch selber mit einer Freundin. Wir tanzen selber, machen selber Choreografien, also kubanisch, also Reggaeton, das nennt man Hip-Hop sozusagen und wir tanzen das selber und führen so auf Geburtstage und so vor. Dass man, auch wenn man es nicht behandelt, daran halt doch sterben kann. Und dass die Tabletten, Medikamente daran auch lebenswichtig sind und dass es halt eine schlimme Krankheit ist. Ja, also man sollte, wenn man einen Partner hat und
mit ihm auch ja, so Sex haben möchte, sollte man auch unbedingt ein Kondom benutzen, wenn man halt noch keine Tests gemacht hat, ob der HIV-positiv ist oder nicht, und sollte sich auch genau mit seinem Partner darüber unterhalten und ehrlich sein. Wir haben hier also sehr viel über AIDS kennengelernt, also was das überhaupt ist, wie das ausbricht, und wir haben in Gruppen getanzt. Also AIDS, das ist ja sowas wie ein Virus, und das zerstört ja die Abwehrkräfte im Körper, also die Helferzellen. Man kann ja auch Tabletten und Pillen nehmen, damit die Helferzellen ja wieder funktionieren und sowas. Aber wenn man das nimmt, dann bekommt man ja ganz leicht so Krankheiten wie Lungenkrebs oder Lungenentzündung, und das ist nicht so toll. Also dass AIDS sich immer über Flüssigkeiten, also am meisten über Sperma und Blut sich also verbreitet, also wenn man eine Wunde hat und dann jemand mit AIDS dagegen kommt, ist man ja auch erst gleich angesteckt. Gegen Ausgrenzung und gegen Diskriminierung. Jeder von uns überall in der Welt hat das Recht, in Gesundheit zu leben, mit Liebe zu leben und in Harmonie. Jeder von uns. Erschreckend, dass man hört, dass sehr viele in Afrika das haben und dass es eigentlich die meisten sind und dass es auch schon Kinder haben und die Eltern auch gestorben sind und die dann so gut wie kein Geld haben, auch für die Schule bezahlen müssen, so ungefähr 5 Euro, und sich das nicht leisten können. Und das kennt man in Deutschland eigentlich gar nicht. Also die Kinder in Afrika, die tun mir auch sehr leid, und ich glaube, wir spenden auch Geld. Wurde uns auch gesagt, und dann wurde uns alles über diese Kinder erzählt. Und ja, es tut mir richtig leid. Dance for Life, ja, das finde ich eigentlich ganz gut, und dass am Ende wir so eine Vorführung, also am November, Ende November müssen doch alles so vorführen. Das ist eigentlich ganz toll, und ich bin eigentlich froh, mit dabei zu sein. Dancefloor, you say live, dancefloor. Guck, wenn ich so sage, when I say dancefloor, you say live, dancefloor. Wenn ich das schon leise sage, dann macht ihr das auch. Das muss richtig rauskommen. When I say dancefloor, you say live, dancefloor. Dancefloor. Live! Dancefloor. Live! So,